In diesem Video wollen wir uns mit dem thermodynamischen Kreisprozess des Clausius-Rankine-Prozesses bei Dampfkraftwerken beschäftigen. Das heißt, wie sieht der thermodynamische Kreisprozess aus in einem TS-Diagramm? Das TS-Diagramm ist hier einmal dargestellt. Das klassische PV-Diagramm, wie man es aus der aus den Grundlagen der Thermodynamik kennt, bei idealen Gasen. Das funktioniert bei Phasenübergängen nicht so gut. Bei Wasser und dem Übergang zum Dampf ist die Darstellung nicht sehr praktikabel. Und in diesem TS-Diagramm lässt sich also sehr genau ablesen und darstellen, wie diese einzelnen Zustandsänderungen sich widerspiegeln und welche Auswirkungen die haben in einem Clausius-Rankine-Prozess. Dazu wollen wir uns also im ersten Schritt uns dieses Diagramm hier mal ansehen. Also TS-Diagramm bedeutet, wir haben also die Temperatur auf der X-Achse aufgezeichnet, auf der Y-Achse aufgezeichnet, und auf der X-Achse, auf der Abszisse, ist die Entropie angegeben als energieartige Größe, angegeben in Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Die Temperatur jetzt in dem Fall in Grad Celsius, das heißt, hier muss natürlich noch eine Umrechnung in Kelvin erfolgen, aber jetzt für den Prozess im Dampfkraftwerk ist es etwas einfacher, wenn wir hier mit Celsius arbeiten, nicht mit Kelvin. Das ist eine etwas praktikablere Energieeinheit. Was haben wir jetzt noch in diesem Diagramm, was ja erstmal sehr wild aussieht? Was haben wir noch für Kurven? Wollen wir uns erstmal diese gelbe Fläche angucken. Das ist diese sogenannte Siedelinie, also hier diese Siedelinie. Das heißt, so abhängig jetzt von der Temperatur und des Drucks beginnt das Wasser zu verdampfen. Dieser gelb markierte Bereich, das ist der sogenannte Nassdampfbereich, also dort, wo es bei der Verdampfung des Wassers, also wenn Wärme zugeführt wird, es eine Mischung gibt zwischen Wasser und Dampf. Und hier oben in diesem Bereich, hier oben rechts, da sind wir dann im Heißdampfbereich. Das heißt, hier ist das Wasser komplett verdampft, vollständig in der Gasphase. Hier gibt es also keine flüssige Phase mehr. Was haben wir jetzt noch an Kurven in diesem Diagramm? Wir haben auch den Schwarz noch eingezeichnet, der Druck. Das heißt, hier entlang dieser schwarzen Linie, das sind die Isobaren. Jeweils angegeben, welcher Druck dort herrscht. Hier haben wir also 2 Bar, zum Beispiel ist entlang dieser Kurve. Hier haben wir 5 Bar, 10 Bar, 150 Bar. Das heißt, also entlang dieser Kurve hat das Wasser einen Druck von 150 Bar. Hier oben jetzt in der Gasphase. Und wenn man dieser Linie weiter folgt, sobald wir hier dann an diese Taulinie kommen, hier haben wir diese Taulinie, dann haben wir den Phasenübergang. Dort bleiben Druck und Temperatur konstant. Wir sind jetzt hier bei 150 Bar. Das heißt, wenn wir jetzt hier weiterziehen, sind wir ungefähr bei 350 Grad Celsius. Deswegen diese Einheit Celsius. Das heißt, bei 350 Grad Celsius und 150 Bar siedet das Wasser. Dann hier hinten auf der linken Seite, hier sind wir im flüssigen Bereich. Das Wasser ist quasi inkompressibel. Also das heißt, hier passiert nicht mehr viel, was Druck und Volumen angeht. Nächste Kurven, die eingezeichnet sind, sind die roten Kurven. Das ist das spezifische Volumen, also das Volumen bezogen auf 1 Kilogramm. Hier sieht man die Einheit. Also hier haben wir jetzt 0,1 Kubikmeter pro Kilogramm. Aber halt hier diese Linie, entlang dieser Linie sind wir also bei einem Kubikmeter pro Kilogramm und so weiter. Das heißt, folgen wir diesen Rotlinien, sind wir auf den Isochoren unterwegs, also den Kurven konstanten Volumens. Und als weitere thermodynamische Zustandsgröße haben wir noch die Enthalpie in grün, angegeben in Kilojoule pro Kilogramm. Also auch eine Energiegröße. Das ist jetzt die spezifische Enthalpie, deswegen der kleine Buchstabe H. Das heißt, entlang dieser grünen Kurven haben wir eine konstante Enthalpie. Das heißt, hier diese Kurve, das entspricht 3000 Kilojoule pro Kilogramm an Enthalpie. Die Zahlen oder diese thermodynamische Größe lässt sich also auch direkt ablesen, wie dann bei einer Zustandsänderung des Wassers hin zum Dampf, zum Wasserdampf, wie sich dann die Enthalpie entsprechend vergrößert oder umgekehrt bei einer Kondensation, wie dann Enthalpie
freigegeben wird, abhängig natürlich von den übrigen Zustandsgrößen, Temperatur, Druck und natürlich dem Volumen hier in Rot dargestellt. Das heißt, nun anhand dieses Diagramms lässt sich ablesen, welche Energien benötigt werden oder freigesetzt werden bei dem Clausius-Rankine-Prozess. Das heißt, wir werden jetzt, wir starten hier auf der linken Seite im flüssigen Bereich, werden dann die Zustandsänderung haben. Hier diese gestrichelten Linien geben noch die Anteile an des Heißdampfs zum Nassdampf. Also hier diese Linie, das ist also 50% x gleich 0,5. Bedeutet also, hier haben wir eine hälftige Aufteilung flüssige Phase und Gasphase, bis wir dann hier rechts dann in der Heißdampfphase sind. Und das Wasser verhält sich dann sehr schnell wie ein ideales Gas, wenn die Energie ansteigt. Hier in der Nähe der Taulinie ist es noch kein ideales Gas, aber die Wassermoleküle hier im Heißdampf, sehr hoch energetischen Bereich, da verhält sich dann das Wasser wie alle Gase, also wie ein ideales Gas. Das lässt sich dann hier oben ganz gut ablesen. Wir wollen also nun uns einmal ansehen, wie sieht es dieser Clausius-Rankine-Prozess in einem Steinkohlekraftwerk oder Braunkohlekraftwerk, Kernkraftwerk aus, mit den vier Zustandsänderungen, die wir identifiziert haben in dem vorherigen Video. Das wollen wir uns einmal ansehen. Wie lässt sich das jetzt hier darstellen und was lässt sich da ablesen? Wie sieht unser thermodynamischer Kreisprozess, unser Clausius-Rankine-Prozess nun aus in diesem TS-Diagramm? Wir hatten ja gesehen, dass wir vier Zustandsänderungen haben. Wir haben die isentrope Kompression des Wassers, dann geht es in den Heizkessel, in die Brennkammer, sodass wir dann dort eine isobare Wärmezufuhr bekommen, haben den Heißdampf, laufen durch die Turbine, haben dort eine isentrope Expansion des Heißdampfes und haben dann am Ende nochmal die isobare Wärmeabgabe in dem Kondensator, um dann unseren Kreisprozess zu schließen. Das gucken wir uns jetzt mal an hier in dem TS-Diagramm, in den vier Stufen oder vier Zustandsänderungen. Ich werde jetzt nicht ganz realistische Daten nehmen in Kraftwerken, damit man es hier in dem Diagramm etwas schöner darstellen kann, denn wir haben typischerweise dann Temperaturen von 550 Grad Celsius, das geht noch, aber beim Druck sind wir typischerweise ja bei 250 bis 300 Bar. Das heißt, wir sind hier sehr nah an dem kritischen Punkt hier in dem TS-Diagramm, sodass es in der Darstellung nicht mehr ganz so schön ist. Also ich werde jetzt hier in dem Beispiel mal mit 150 Bar Druck arbeiten oder das für 150 Bar Druck darstellen. Das ist, was den Prozess angeht, die Visualisierung des Prozesses, denke ich, etwas sinnvoller. Wir fangen an mit dem flüssigen Wasser. Das ist normalerweise beim Unterdruck. Das heißt, wir sind hier irgendwo auf der linken Seite, hier unten im flüssigen Bereich. Das ist also unser Zustand 1 vor dem Kompressor. Haben dann in der ersten Zustandsänderung, gucken wir uns mal an, eine isentrope Kompression des Wassers. Isentrop heißt also, dass die Entropie konstant ist. Deswegen bietet sich dieser Darstellung im TS-Diagramm an. Das heißt, wir gehen hier senkrecht nach oben und erhöhen den Druck. Das ist jetzt hier in der Darstellung nicht möglich. Also der Sprung hier ist so klein. Ich will das mal etwas übertrieben darstellen, auch wenn es natürlich nicht ganz passt. Und selbst dieser kleine Anstieg ist schon übertrieben, dadurch, dass natürlich die Kompression des Wassers nicht dazu führt, dass jetzt der Druck hier so hoch steigt. Denn wir haben ja hier schon die Linie mit den 1000 Bar. Also das lässt sich hier nicht darstellen. Ich will es jetzt einfach so mal stehen lassen zur Visualisierung, damit man halt den Kreisprozess, wie man ihn jetzt aus den PV-Diagrammen bei idealen Gasen kennt, einigermaßen visualisiert. Das ist jetzt, wie gesagt, eine Vereinfachung, die wir jetzt hier vornehmen müssen, damit man es überhaupt sehen kann. So, also das ist jetzt, wir haben also jetzt die isentrope Kompression. Ne? Wir haben eine wir laufen hier bei konstanter Entropie. Zweiter Schritt ist nun, wir gehen durch den Heizkessel, durch die Brennkammer, haben eine isobare Wärmezufuhr. Das Wasser verdampft.
Das heißt, das gucken wir uns auch mal an. Wir laufen also jetzt hier entlang einer isobaren. Ich deute es jetzt, es ist wie gesagt nicht ganz korrekt. Aber wir laufen hier erstmal hoch. Wir haben gesagt, wir sind bei 150 Bar. Das heißt, hier oben dieser Punkt, an dem kommen wir dann an, bei dem es dann zur Verdampfung kommt. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal hoch. Das ist wie gesagt nicht ganz korrekt, aber ich denke, man erkennt, was gemeint ist. Also laufen jetzt hier hoch. Die beiden Punkte, wie gesagt, hier unten links würden eigentlich quasi übereinander liegen. Die kann man gar nicht entsprechend darstellen. Also wir rutschen hier hoch, gehen hier hoch im Heizkessel, entsprechend natürlich im Kernreaktor bei einem Kernkraftwerk, haben dann den Phasenübergang von der flüssigen zur gasförmigen Phase. Das heißt, hier erfolgt der Phasenübergang. Und dann, sobald das Wasser vollständig verdampft ist, das passiert bei einer konstanten Temperatur, das sind also jetzt hier ungefähr 350 Grad Celsius. Das heißt, wir gehen jetzt hier dann noch weiter rauf in im Kessel, dass wir dann Temperaturen erreichen, die typischerweise in der Größenordnung von 550, mittlerweile sogar 600 Grad Celsius liegen. Machen wir hier mal den Punkt bei 550, das heißt, wir landen irgendwo hier oben, also laufen hier nochmal weiter rauf, sind immer noch im Heizkessel, ja, aber der Heißdampf wird noch weiter mit Wärmeenergie versorgt und bei dem isobaren Prozess steigt die Temperatur weiter an, sodass wir das am Ende hier oben sind im Zustand 3. Dann laufen wir durch die Turbine, das ist jetzt die nächste Zustandsänderung. Wir sind also hier oben angekommen, laufen jetzt durch die Turbine. Wir haben also den Energieübertrag des Heißdampfes auf die Turbine. Die Turbine wird ja in Rotation versetzt, treibt den Generator an, der dann die elektrische Energie erzeugt. Dieser Energieübertrag hier von 3 nach 4, das ist eine isentrope Expansion des Heißdampfes. Das heißt also, isentrop ist wieder konstante Entropie, dann wieder der Nutzen dieses TS-Diagramms. Isentrop heißt, wir fallen hier senkrecht runter. Auch hier jetzt vereinfacht dargestellt, wir laufen hier so weit runter, bis wir dann hier unten bei dem Punkt sind, dass wir hier bei 0,5 Bar landen, also bei Unterdruck. Das ist natürlich in der Realität auch nicht ganz so, aber es geht jetzt erstmal um den thermodynamischen Kreisprozess. Das heißt, hier laufen wir nun runter. Zum Zustand 4. Das heißt, also wir haben dann dort auch schon wieder einen Phasenübergang. Jetzt in dem normalen Kraftwerk gibt es da noch weitere Prozesse, die man ergänzt. Das gucken wir uns dann später nochmal an. Aber jetzt erstmal in unserem stark vereinfachten Kreisprozess fallen wir jetzt also von 3 nach 4 runter. Die Temperatur sinkt sehr stark, der Druck sinkt sehr stark. Und wir haben also damit dann erreicht, dass wir jetzt also hier diesen Zustand 4 erreicht haben vor dem Kondensator. Und der letzte Schritt ist eine isobare Wärmeabgabe. Das heißt also, dass nun bei dem Druck, der nach der Turbine erreicht wird, dem Heißdampf oder in unserem Fall jetzt dem Nassdampf isobar Wärme entzogen wird. Ja, und das erfolgt jetzt hier in dem Fall entlang dieser Isobare. Und hier mal ein bisschen dicker. Also hier haben wir dann jetzt diese Verbindung. Das ist jetzt also diese Zustandsänderung von Zustand 4 zu Zustand 1. Damit haben wir unseren Kreisprozess geschlossen. Das ist ja das, was man in der Thermodynamik dann erreichen will. Das heißt, wir haben jetzt hier eine geschlossene Fläche. Und dass die Regel, die man jetzt aus den Grundlagen der Thermodynamik kennt, dass die eingeschlossene Fläche eines Kreisprozesses die Energie darstellt, die der Kreisprozess nach außen abgeben kann. Wir haben einen rechtsläufigen Kreisprozess, das ist natürlich auch nochmal wichtig in der Definition. Es ist ein rechtsläufiger Kreisprozess, das heißt, wir führen Wärme zu. Also hier erfolgt ja die Wärmezugabe. Zu und wir haben hier unten die Wärmeabgabe. Hier ist Q ab
Hier entziehen wir dem System Wärme. Hier erfolgt eine Zuführung der Wärme. Und der Kreisprozess, so wie man ihn jetzt kennt aus den Grundlagen der Thermodynamik, die eingeschlossene Fläche spiegelt jetzt die Energie wieder, die das Kraftwerk umwandeln kann in mechanische oder dann am Ende in elektrische Energie. Das heißt, diese ganze Fläche, die ich jetzt hier blau schraffiere, das ist die Energie, die das System, der Kreisprozess erzeugt, und die wird dann also abgeführt und dann in den Generator übertragen, der daraus dann mit entsprechendem Wirkungsgrad natürlich dann die elektrische Energie erzeugen kann. Das heißt, das ist das, was man aus der Thermodynamik bereits kennt. Ja, und so lässt sich jetzt also dieser vereinfachte Clausius-Rankine-Prozess darstellen. In diesem TS-Diagramm, wie gesagt, im PV-Diagramm lässt sich das nicht gut visualisieren. Das funktioniert mit den Phasenübergängen nicht wirklich gut, deswegen das TS-Diagramm. Im TS-Diagramm können wir aber direkt auch diese Zustandsänderung, diese Isentropen, diese beiden sehr gut eintragen. Man sieht auch sofort die thermodynamischen Zustandsgrößen, die Temperatur, die wir hier haben beim Phasenübergang. Wir hatten ja hier oben gesagt, wir landen hier oben bei 550 Grad Celsius, jetzt bei 150 Bar. Und das Ziel ist es jetzt, das technologische Ziel, diese Fläche zu vergrößern. Also Kraftwerke Anfang des 20. Jahrhunderts, die haben also mit deutlich niedrigen Drücken gearbeitet. Die Temperaturen sind sehr schnell hochgegangen, die Prozesstemperaturen, sodass man hier sehr, sehr früh schon mit Beginn des 20. Jahrhunderts hier bei 400 Grad Celsius dann ausgekommen ist, aber niedrigere Drücke, also die Drücke lagen in den 1920er, 1930er Jahren bei Dampfkraftwerken, ja, typischerweise bei, ich sag mal, 50 bis 100 Bar, also hier irgendwo in diesem Bereich, nehmen wir diese Linie 100 Bar oder 50 Bar, das heißt also, der Kreisprozess endete hier und durch die technologische Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnten also konnten höhere Temperaturen und vor allen Dingen höhere Drücke genutzt werden. Das fing dann so an in den 1960er Jahren, dass also entsprechende Materialien existierten, die dann also mit diesen hohen Drücken, den hohen Temperaturen umgehen konnten, sodass also dann hier diese Fläche, die eingeschlossene Fläche, vergrößert wurde. Denn das ist ja das thermodynamische Ziel. Je größer diese Fläche ist bei gleichzeitiger oder bei gleichbleibender Ausnutzung der zugeführten Wärmeenergie, dann steigert man den Wirkungsgrad und man kann also mehr Energie gewinnen aus dem bestehenden Prozess. Und das ist natürlich jetzt das weitere Ziel. Also was kann man machen? Man kann jetzt hier die Temperatur, die Drücke noch weiter erhöhen, bis wir natürlich irgendwann hier die physikalische Grenze erreicht haben mit dem kritischen Punkt, der hier oben bei Wasser liegt. Was man jetzt noch versucht, technologisch, ist einmal hier diese Temperatur hier noch weiter zu erhöhen. Da soll es also dann in Richtung 650, 700 Grad, also noch jenseits hier auf dieser Skala gehen, mit entsprechenden Materialien. Das ist aber noch Gegenstand der Forschung. Das macht die Kraftwerke natürlich sehr, sehr teuer, weil natürlich der Aufwand deutlich größer wird. Was man jetzt auch noch machen kann, ist theoretisch natürlich hier unten diese Drücke noch weiter verringern, dass man noch mehr im Unterdruck liegt und hier runterrutscht. Auch das vergrößert ja die Fläche, wenn diese horizontale Zustand 4 zu Zustand 1 noch weiter runterrutscht. Auch das ist nochmal ein Konzept. Und ein weiteres Konzept, das wird schon seit vielen Jahren genutzt, ist die sogenannte Zwischenüberhitzung. Das wollen wir uns in einem weiteren Video ansehen, wie also diese Fläche noch weiter vergrößert werden kann.